Und damit ganz herzlich willkommen hier in Portland, Oregon im Moda Center. Heute geht's gegen die Regina Pats und wir hoffen natürlich, beziehungsweise und ich hoffe, nein, wir müssen definitiv eine bessere Leistung abgeben, als wir es im letzten Spiel getan haben. Die Offensive einfach zu ungefährlich, hat ihre vielen Chancen nicht genutzt und dann, ja, die eigenen Spieler hinten unzählige Fehler gemacht, die dann, ja, bedauerlicherweise zu Toren geführt haben. Der Torhüter Joe White konnte überhaupt nichts dafür. Teilweise zumindest. Daniel Wappel, 13 Siege, 11 Niederlagen, 2,68 der Schnitt und 90,6% Fangquote. Er allerdings sogar schon mit 2 Shutouts. Also ich beneide ihn. Das ist eine Statistik, wo ich gerne hin würde. Ob wir das jemals erreichen? Ich weiß es nicht, Freunde. Keine Ahnung. Würde mich sehr darüber freuen, aber ganz ehrlich, inzwischen, Pelican, habe ich den Glauben daran verloren. Genau deswegen. Ich weiß nicht, was der Goalie da gerade gemacht hat. Ich habe nach rechts gedrückt. Sam Steele, Mitte 1-0. Frühe Führung hier für die Regina Pats. Und er macht die Parade, aber er macht die Parade auf der falschen Seite. Er hat überhaupt nicht reagiert, dass ich nach links, nach rechts gedrückt habe. Und so schnell geschieht es, Freunde. So schnell fällt hier ein Tor. Bittner. Der erste Schuss. Wieder einmal. Gleich das Tor. Pelican. Törchen schnappt sich die Scheibe, versucht's. Wappel. Wappel, Wappel, Wappel. Mit dem Save hier. Ja, also, keine Ahnung. Entweder ist es meine Unfähigkeit oder ich bin einfach vom Pech verfolgt. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Beim Bloody zum Beispiel sieht das ganz anders aus inzwischen. Der bekommt aber auch allgemein immer viel mehr Schüsse. Also ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl wirklich, die PS... Freies Tor und er schießt irgendwo einen Goalie. Oh Mann, Freunde. Was ist nur los mit den Winterhawks? Ich habe das Gefühl, die PlayStation 4 Variante unterscheidet sich wirklich erheblich. Jawohl, der war richtig schön. Cooles. Er schaltet sich ganz erheblich von der Xbox One Version, die er, glaube ich, spielt. Wie gesagt, er bekommt viel mehr Tore, beziehungsweise viel mehr Schüsse aufs Tor. So. Schöner Schlenzer oben in die Ecke. Und wir bleiben wenigstens dran. Das ist natürlich schon mal wichtig. Wir bleiben dran an den Regina Pats. 1:1 Ausgleich jetzt. Mordlock. Hansen. Wird er schießen? Ich vermute nicht. Torhüter wurde hier gecheckt. In NHL 15 wäre das schon wieder eine Strafe gewesen. Aber nicht hier, Freunde. Mordlock. Oh, schöne Möglichkeit, aber auch schön gehalten von Wappel. Das hätte das 2:1 sein müssen und wieder scheitert der Sturm am Torhüter. Obwohl das hier schon wieder wesentlich schwieriger war, das Ding nicht reinzumachen. Ah, schöner Schuss, geht gegen die Latte. Ich glaube nicht, dass wir den gehabt hätten. Guckt euch das an. Gleich links geschossen, mittelhoch, Torhüter hätte keine Chance gehabt, aber was macht er? Er schießt tief rechts. Schöner Schuss, leider geht er nicht aufs Tor. Törchen.
stand da ideal, um es selbst zu suchen. Versucht es aber gar nicht erst. Stil. Stil, schöner Schuss und auch der. Das ist, was ich meine. Schießen ständig, entweder schießen sie daneben oder der Puck ist drin. Aber ich bekomme hier überhaupt keine Chance, mich zu beweisen. Pelican. Da, wieder. Das ist so lächerlich. Wie soll ich dann so irgendwann mal auf 90% kommen? Wow, jetzt mal einen Schuss gehalten, direkt in die Fanghand, perfekt. Und dann kommt gleich wieder so ein Pass, Freunde. Dann kommt wieder so ein Pass, der hätte gut und gerne drin sein können. Mann, 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 wie in der letzten Folge schon. Total suizidgefährdete Abwehr hier mit ihren Pässen. So, das war's mit der ersten, mit dem ersten Drittel. Die ersten 20 Minuten sind um. 2:6 Schüsse, das ist die Statistik für das erste Drittel. Wir springen direkt ins zweite. So, Buddy zum zweiten Drittel. Die nächsten 20 Minuten starten jetzt. Schöner Schuss, oh Gott. Das war wieder richtig, richtig gefährlich. Da haben wir richtig gut reagiert. Sind auf den Puck gehechtet, bevor er irgendwas machen konnte. Törtchen. Bittner. Falsche Seite für ihn. Kriegt den Puck auf die Rückhand. Stil. Schießt er, schießt er, schießt er. Jawohl, schöner Schuss, schön gehalten. Sowas möchte ich mehr sehen, Freunde. Sowas möchte ich sehen. Und nicht sowas hier. Unglaublich viele Fehlpässe. Schöne flache Parade hier von uns. Und nochmal. Ich habe keine Ahnung, wo die Scheibe ist. Ja, Situation jetzt gebannt. Oh Mann, Freunde. Das war eine richtig gute Aktion von unserem Joe White. Das hat er richtig gut gemacht. Das Trommelfeuer über sich ergehen lassen. Mordlock. Spielt die Scheibe raus. Stil. Und wunderschöner Handschuh. Parade hier. Gott. Ich sehe die Scheibe nicht. Guck. Puh. Ah, schade. Hansen, schöner Schuss. Aber von unserem Abwehrspieler geblockt. Und da ist die Scheibe drin. Da war ich nicht schnell genug. Auf der anderen Seite, Austin Wagner nutzt es. Schöner Querpass vor mir. Ja. Abwehrspieler steht wieder tatenlos daneben. Guckt zu, wie die Scheibe reingeht. Es ist doch wirklich unglaublich. Ich hoffe, das ändert sich in der NHL, ganz ehrlich. Egal zu welcher Mannschaft ich komme, ich hoffe, das ändert sich wirklich. Smith. Flemmen, Overhard. Krischen. Haben wir. Oh Gott. Waren dann aber auf der vollkommen falschen Seite. Meine Güte. Das hätte auch wieder was werden können. Oh, richtig reagiert. Richtig gut reagiert hier.
verhindern hier zu guter Letzt nochmal Schlimmeres, aber ja, der Schaden ist bereits angerichtet, obwohl dieses Mal dürfte das von den Schüssen her sogar gehen, glaube ich. Vom Gefühl her dürften die eigentlich schon so bei 10 Schüssen sein, oder? Wunderschönes Tor. Ja, dafür sind meine Werte einfach noch nicht hoch genug, damit ich die Seite so schnell wechseln kann. Schauen wir mal. Ja, 11 Schüsse, 11 zu 6 Schüsse. Das zweite Drittel also ganz im Sinne der Regina Pets hier abgelaufen. Jetzt die letzten 20 Minuten, die letzte Möglichkeit hier nochmal das Ruder umzudrehen. Jawohl! Frisch aus der Kabine, die schnelle Antwort hier zum 2:2. Keine 30 Sekunden, doch gerade mal 30 Sekunden, 34 Sekunden von der Uhr und da macht es Alex Schönborn. Ganz einfach, ganz unkompliziert, mittelhoch. So einfach kann es sein. So einfach kann es sein, so schnell kann es gehen. Das ist Eishockey, ja. Turchin und Bittner mit der Vorbereitung. Oh, gleich die nächste gute Chance. Jetzt natürlich das Momentum auf der Seite der Winterhawks. Und da ist es schon wieder. Da ist das nächste Tor schon wieder gefallen. Die Pets zeigen sich hier wenig eingeschüchtert. Jesse Gabriel. Hammert das Ding kompromisslos ins Tor. Ach ja. Ach ja, ist das Leben nicht schön. Raus mit der Scheibe jetzt, jawohl. Turchin. Ah. Schöne flache Parade hier. Sie schaffen es einfach nicht, die Scheibe gefährlichst vors Tor zu bringen. Viel zu viele Fehlpässe wieder einmal. Nächste gute Möglichkeit, wir sind mit dem Handschuh dran. Warum gibt er da nochmal ab? Einfach mal raufziehen. Jawohl, genau das meine ich. Dominic Turchin hat die Schnauze voll hier vom Passen und macht erneut den Ausgleich. Beziehungsweise macht den erneuten Ausgleich. Dominic Turchin ohne Assist schnappt sich die Scheibe und denkt, hey, guck mal, was ich kann. Wunderschön. Alles wieder offen jetzt, Freunde. Weinger. Gabriel, der Torschütze zum 3:2. Texera fängt die Scheibe ab, schön gemacht. Iversen, lieber zurückgespielt, vollkommen in Ordnung. Und den haben wir. Thank you.
Ja, langsam aber sicher kriege ich trotzdem mehr Sicherheit, das merke ich schon. Wo ich eben stehen muss, um den Puck zu halten. Es wird besser, Freunde. Es wird wieder besser. Ich sagte es bereits in der letzten Folge. Ich habe eben lange nicht mehr gespielt und das ist so eine Sache für sich. Da muss man wirklich schon eingespielt sein, damit man hier vernünftig halten kann. Weinger. Schöne Möglichkeit, aber Wappel steht genau richtig. 43 Sekunden noch. Jetzt bricht wieder die Panikzeit bei mir an. Die letzte Minute, die ist immer ja, besonders gefährlich, besonders nervenaufreibend. Im letzten Spiel habe ich in der letzten Minute 2 Gegentore bekommen. Oh, schöne Möglichkeit. Die Winterhawks haben sich hier mit den Unentschieden noch nicht abgefunden. Sie versuchen hier noch einmal alles. Schönborn. Schönborn, schade. Wappel nimmt den Bulli. Gabriel. Scheibe abgefangen. Hansen, weg damit. Komm schon. Töten. Mordlock fängt die Scheibe ab. Stil die letzten 10 Sekunden. Gabriel. Schuss und direkt in die Fanghand. Es bleibt beim 3:3. Es geht in die Overtime, Freunde. Turchin, unser Held, auf jeden Fall. 18 Schüsse, 3 Gegentore. Geht auf jeden Fall. Auf jeden Fall besser als im letzten Spiel. So, und jetzt heißt es nochmal 3 gegen 3. 5 Minuten lang, wer das nächste Tor schießt, der geht hier als Sieger vom Eis. Schöne Möglichkeit, schön gehalten von Wappel. Stil. Schön gehalten von White. Und abseits. Zwei Minuten noch zu spielen. Ja, geblockt, schön gemacht, aber das bringt nichts, wenn niemand da ist, der sich dann die geblockte Scheibe holen kann. Läuft alleine durch, sucht den Mitspieler Texera. Iverson, schade. Ja, und jetzt gibt es die ersten Raufereien hier. Die Nerven liegen natürlich bei beiden Teams blank. Ein Fehler kann jetzt über Sieg oder Niederlage entscheiden. 10:7 Bullies da, die Winterhawks auch die Nase vorn. Was heißt auch, die Schüsse, die werden ja angeführt hier von den Regina Pets. Sieht man auch nicht alle Tage. Schuss geblockt, wie Rurus schön gemacht. Stellt sich dann den Schuss Sabrowski. Schöner Schuss, aber gehalten. Und da
damit haben wir wieder die 80%. Schöner Schuss, letzte Minute ist angebrochen. Schöne Schussversuche, aber zu unplatziert. Ha. Gefährlich. Törtchen macht keinen Mist, knapp 30 Sekunden hier noch zu spielen, bevor es in die Penalties geht. Und die Scheibe ist drin, wieso denn das? Das war doch wohl ein Easy Save. Wieso verdammt nochmal? Wieso geht die Scheibe da rein? Ganz ehrlich, Freunde, ich war mir sicher, den habe ich. Ich stand auch richtig. Das möchte ich mir nochmal angucken, Freunde. Das möchte ich mir nochmal angucken hier im Replay. Ganz knapp an der Schulter vorbei hier. Oh. Ja, sowohl das Teamplay als auch das Positionsspiel ist in Ordnung. Wie immer, die Paraden sind das Sorgenkind. 22 Schüsse. D'Amico mit dem Siegtor. Dann haben wir Steele, ein Tor, ein Assist. Und zu guter Letzt Dominik Törtchen, auch er ein Tor, ein Assist. Ja, Freunde, das war's für diese Folge. Leider konnten wir auch dieses Mal keinen Sieg mitnehmen. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, aber ja, was soll man machen? Dieses Mal geht's auf meine Kappe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das letzte Ding, das war unnötig. Aber gut, was soll man machen? Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Daumen nach oben. Abonniert mich, solltet ihr das noch nicht getan haben. Ansonsten sage ich, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Lawyer Nation, ciao.